Guten Morgen, heute geht's los zur Karwendelrunde. Wir starten hier in unserem Hotel. Das ist Alpenhof in Köln. Endziel soll sein Karwendelhaus. Das ist das Karwendelgebirge oder ein Teil davon. So, und da fahren wir einmal drumherum zum Karwendelhaus hoch. Wenn ich es schaffe heute. Auch hier hinter mir immer noch Buckelwiesen. Vor mir Buckelwiesen. Jetzt sind wir mitten im Wald. Führt uns der Michael mal ein bisschen durch die Stadt hier. Der war ja schon mehrmals hier drin. Ach, da kommt ja eine große Geige, Violine. Schön. Nach Michaels Tourplanung geht es im Karwendelhaus, also gesamt so um die 1200 Höhenmeter. Und Vorsicht, das ist ganz schön anstrengend, denke ich mir mal. Deshalb Piano. Oh, wir sind hier in Scharnitz. Ab hier, kann man sagen, fängt der Anstieg zum Karwendeltal an. Der erste Teilbereich hier ist ein bisschen steil und nachher flacht es etwas ab. Ja, man kann sagen, nach diesem ersten steileren Abschnitt werden wir jetzt auf so welligen Wegen durch das Tal fahren, bevor es in den eigentlichen Anstieg reingeht. Dieser Berg hat wohl einen richtigen Bergrutsch hinter sich. Da sind ja so einige Abgänge, sind ja hier gut zu erkennen. Das sieht ja vielleicht fantastisch aus, wie der hier seinen Bogen schlängeln muss. Das ist ja das richtige für Wildwasserkanuten. Auch hier wäre so eine schöne Fotostation. Ja, hier rechts neben uns, da rauscht der Karwendelbach. Der ist, kann man sagen, 15 Kilometer lang und mündet letztendlich unten bei Scharnitz, ich glaube, das heißt sogar Scharnitzer Alpe, mündet der in der Isar rein. Mittig in dieser Senke, da ist rechts, wo das dann der Berg wieder hochgeht,
da ist die Hütte Karwendelhaus, das Karwendelhaus. Jetzt hinter dem Tanne, und jetzt kommt sie davor, vielleicht sieht das einer. Und da wollen, haben wir vor, hochzufahren, aber ob wir das schaffen, ich zweifle dran. Das sind ja doch noch einige Höhenmeter. Und ja, ich guck mal, ich habe noch 70% Batterie. Wollen wir auch wieder zurück, nützt ja nichts. Naja, wir probieren es mal. Oben liegt noch Schnee. So, der eigentliche steile Anstieg beginnt hier. Na, ich schätze mal, der ist ungefähr so 7 Kilometer lang. Also, da haben wir was vor uns. Da klebt das Karwendelhaus, da ist es, da wollen wir hin. Meine Güte. Ja, mach mal 2 Atemzüge Pause und dann geht's weiter. Auch wieder so eine tolle Kulisse. Ich weiß gar nicht, wie hoch das Karwendelhaus ist. So, jetzt zeige ich euch noch einige Eindrücke von diesem Gebirge. Erstmal ins Tal runter. So, immer mal so ein Zwischenbericht, so ein Zwischenbild. Also, schon deutlich erkennbar. Ich hoffe, das Karwendelhaus ist zu sehen, besser zu sehen. Ich glaube, ich schätze mal so, kann das sein, 1700? Michael, links rum. Aber um, ich habe meinen Rucksack vergessen. Nee. Hey, er hat nur Kraft zu scherzen. Er hat seinen Rucksack vergessen, er muss dann mal um. Was für eine schöne Landschaft ist das hier. So, wir haben es geschafft. Das hätte ich ja wirklich nicht geglaubt. Wahnsinn. Vorsicht, Vorsicht, Dankeschön. Das Karwendelhaus. So, jetzt gucke ich gleich, wie viele Höhenmeter das sind hier. Micha, guck mal bitte, wie viele Höhenmeter. So, hier steht es ja. Das Karwendelhaus ist 1790 Meter hoch und wurde im 1908 eröffnet. Das Karwendelhaus bietet hier 50 Betten.
und ungefähr oder genau 140 Lagerplätze können gebucht werden. Also das ist schon eine Hausnummer. Wir haben jetzt gut gegessen und getrunken und jetzt geht's wieder runter. Ab hier werden wir nun mit 18 Kilometer Abfahrt belohnt, was wir uns erarbeitet haben. Ja, so wie man sieht, ist ja heute nicht so viel los. Dadurch können wir natürlich ganz entspannt oder rasant runterrollen. Ja, das macht ja natürlich richtig Spaß. Ernst rad ganz entspannt auf seinen Riese Müller Scharnitz entgegen. Ich glaube, dieser Anstieg, der hat ihm richtig Spaß gemacht. So, jetzt sind wir schon in Mittenwald. Mittenwald ist ja eingebettet zwischen dem Wetterstein, der uns ja wirklich tagtäglich hier begleitet, und Kranzberg und natürlich hier das Karwendelgebirge, wo wir uns heute rumgetummelt haben. Mittenwald ist ja auch für seine bunt bemalten Häuser und
seine Geigenbaugeschichte bekannt. Und eine davon haben wir im Zentrum gesehen, diese riesengroße. Ja, wusste ich vorher auch noch nicht. Die reißende Isar. So, meine Boys, die sind hier wieder die letzten Kilometer gut in Form. Die wollen sie wahrscheinlich nach Hause. Ein Bierchen trinken oder was auch immer. So. Würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Bei FC Kalle immer wieder unterwegs. Ciao.